Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen in der neuen Ross-Sporthalle zu Berlin zum Ostsee-Spreeliga-Spiel von Pro 24 Berlin gegen den SV Grün-Weiß Schwerin. Und diese Mannschaften verbindet so einiges, zum Beispiel die letzte Saison, Regionalliga hieß es dann noch für beide. Das war ein gutes Ende für Grün-Weiß Schwerin, denn man gewann zu Hause das Heimspiel und spielte unentschieden hier, also 3:1 Punkte im Gesamtschritt. Aber dann ging es für beide Mannschaften eine Station runter. Ostsee-Spreeliga heißt es vorbei. Und auch da ist die Entwicklung sehr, sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite die Heimmannschaft Pro Sport 24 mit nur 4 ehemaligen Spielerinnen. Der Rest wanderte ab in Richtung zweite Liga oder in Richtung Studium. Auf der anderen Seite von Grün-Weiß Schwerin hat man fast den kompletten Stamm behalten. Auch wenn die Mannschaft, der Kader sehr, sehr dünn ist, hat man doch die Kader großenteils behalten können, die Stammsieben. Und so sieht auch die Entwicklung in der Liga aus. Grün-Weiß-Schwerin, wenn wir mal auf die Tabelle schauen, auf Platz 3, aber mit einem Spiel weniger als Platz 2, welcher von Friedenau momentan belegt wird mit einem Sieg heute hier bei Pro Sport 24, könnte man Platz 2 zurückerobern aufgrund des besseren Torverhältnisses. Auf der anderen Seite hat man bei Pro Sport 24 Platz Nummer 9 mit nur 5 Punkten. Aber der Abstand ist gering. Platz 5, die Füchse Berlin 2 mit nur 7 Punkten. Das heißt, mit 2 Punkten heute könnte man dazu aufschließen. Es ist also sehr, sehr eng da. Trotzdem geht man hier von Schweriner Seite sicherlich als Favorit ins Spiel. Aber 11.11. gerade gewesen, die Narrenzeit hat begonnen. Und auch in anderen Sportarten läuft momentan nicht alles so, wie man es erwartet. Und so erwartet uns hier ein spannendes Spiel. Pro Sport 24 Berlin gegen den SV Grün-Weiß Schwerin. In diesem Spiel. Und da hat man bei Pro Sport natürlich ausgerechnet die beste Schützin weggenommen am heutigen Tag. Das aber trotzdem sehr gut gestellt. Eine tolle Leistung, in Unterzahl so ein Tor zu erzielen. Von Laura Konrad mit der 11, klasse Tor. Schön gespielt von Sandy Künzel. Das war natürlich auch eine tolle Leistung, das Anspiel. Dort hatte man im Zentrum natürlich nicht den Rückhalt, dass man zumachen konnte. Ja, klasse Anspiel von Marie Kinscher und der Abschluss von Sandy Künzel. Aber das mussten sie auch wieder gut machen, da die Abwehr nicht gut gestanden beim Gegentreffer davor. Auf jeden Fall gegenüber dem Trainer müssen sie die Leistung zeigen. Gut reklamiert, nicht gepfiffen, der konnte für Schwerin und Tini Schröder scheitert an Angern. Aber das ist das, was wir bei ihm den Handballspiel gelernt haben. Halb hoch ist nie gut. Halb hoch ist immer so eine Sache, die nicht immer gut geht. Oh, Glück für Joda Wenker. Und dann gibt es den 7 Meter. Glück ist natürlich eine Konzessionsentscheidung, hier einen 7 Meter zu vollziehen. Die Spielerin trifft nicht und zum Schluss sind sie beide im Kreis. Ja. Hat sie Glück, dass sie den Ball überhaupt bekommt dann noch. Und Kerstin Felkel geht jetzt an den 7 Meter. Und auch sie scheitert. Sabine von Angern scheint heute in einer guten Verfassung zu sein. Der Eindruck habe ich auch schon einige Bälle rauswischen können. Den 7 Meter jetzt gehalten. Und so kann man ein Torwart natürlich auch warm schießen. Das ist richtig. Gut aufgepasst, jetzt von Tini Schröder alleine. Und das Tor, das zählt nicht. Kurzer Verdacht auf Schrittfehler, dritter Treffer von Tini Schröder, 10:7. Und auch jetzt auch Anna Pöschel mit dem erst gehaltenen Ball. Und die Post geht ab. Mit Marie Kinscher. Ihr zweiter Treffer und jetzt Auszeit genommen. Und jetzt Auszeit genommen auf Seiten von Pro Sport 24. Er will natürlich Schwerin jetzt sicherlich auch ein wenig den Antrieb nehmen. Na, den Lauf, den Schwerin gerade im Konterspiel hat gerade, der sollte hier unterbrochen werden. Ich denke mal legitim.
Vorhin hatten wir schon die Situation, dass Schwerin nahe dran war, die grüne Karte zu geben, als es nicht lief, zur Einstellung der Mannschaft. Er hat sich aber zurückgehalten nochmal. Ich denke mal, hat alles richtig gemacht im Moment. Ja, aber hier war es jetzt notwendig. Ja, richtig, aber man sieht, wie beide Trainer auf ihre Mannschaften einwirken und nochmal auf Schweriner Seite wirklich fast schon mit Wut auf der Berliner Seite sehr konzentriert. Ich gehe davon aus, dass man sich das vielleicht so leichter vorgestellt hat. Aber es ist immer ein Heimspiel. Wenn man als Gast anreist, dann hat man schon mal die Kilometer in den Beinen. Da muss man erstmal hier wieder sesshaft werden, da muss man sein Spiel spielen. Weil am guten Gegner kann man immer mitspielen. Aber wenn man einen gleich starken Gegner hat oder einen vermeintlich unterlegenen Gegner, muss man sein Spiel spielen. Und ProSport hat in der letzten 3-4 Minuten eben Schwerin eingeladen zum Konterspiel. Das müssen sie natürlich vermelden. Richtig, vorher haben sie aber gut ihr Spiel durchgezogen. Viele Varianten, viele Kreuzspielzüge. Und da hat Schwerin sich schwer getan mit. Jetzt wollen wir mal gucken, wie diese Auszeit gewirkt hat. Wir sind ja für das Laufspiel. Wir sind ja für das Laufspiel, aber mit Lösungen. Das war eben gerade keine Lösung. Richtig, und jetzt das schnelle Spiel von Schwerin. Wenn die Künzel, jetzt gibt es 7 Meter und gelbe Karte gegen die Nummer 20. Hoffmann. Und der 7 Meter und die dritte 7 Meter Schützin. Tini Schröder mit 3 Treffern bisher die erfolgreichste auf Schweriner Seite. Und auch sie scheitert. Es scheint beim 7 Meter die Nerven ein bisschen durchzugehen. Ja. In dem Fall aber auch gut gehalten, das muss man sagen, von Anger. Ja. Und auf der Gegenseite das Tor von eben Hoffmann. Es war natürlich ein gutes Kreisanspiel, was dem vorausging. Da war Schwerin ein bisschen weit draußen und haben ihren Kreisspieler des Gegners nicht mehr fixieren können. Richtung, jetzt deckt auch ProSport sehr offensiv da. Und Schwerin fehlt da momentan jetzt die Lösung. Versuchen sie mit Einläufern, das war schön rausgespielt und jetzt Kind schon frei auf der Seite. Und Treffer Nummer 3 für Marie Kinscher. 11:9 für ProSport 24. Und das war klasse gespielt. Hat man schön gesehen, hat die Lücke gesucht, angetäuscht, dann der Pass, außen raus. Es gibt schon auf beiden Seiten gute Aktionen, die hier zu sehen sind. Ich denke mal, da freut man sich drüber, ob man nur Freund oder Gegner ist. Das ist dann gleich eine gute Handballaktion, die sucht man. Ja, das ist richtig. Wir sehen hier viele schöne Spielzüge. Jetzt Feldkerl auf Künzel. 12:10. Ja, das kann man wirklich so sagen. Man sieht hier viele schöne Spielzüge. Es ist ein schönes Ostsee-Spreliger Spiel bis hierhin. Knapp 22 Minuten gespielt in der ersten Hälfte. Durch den Kreis gelaufen, das wollte ich gerade anmerken. Das haben auch die Schiedsrichter gepfiffen. Und der Pass außen nach außen von Wenk natürlich nichts. Leider lebt so ein Spieler von Fehlpässen, sodass die Chancen denn selber zunichte gemacht werden. So wie der Kreisläufer eben, gerade der stehende Kreisläufer in den Kreis tritt und der Einläufer eigentlich alles richtig macht, so kommt jetzt auf der Gegenseite dieser Fehlpass, wo auch alle alles richtig machen, einfach zustande. Ich denke mal, die Mädchen spielen doch an ihrer Grenze zum Teil. Und da geht keiner raus, trotzdem der Block von Wendt und der Konter von Schwerin. Mit Glück kommt er an bei Kinscher. Und es gibt 7 Meter und es gibt 2 Minuten. 2 Minuten. Gustloff muss da jetzt mit 2 Minuten vom Feld nach dem Angriff gegen Kinscher. Und der 7 Meter Nummer 4 für Grün-Weiß-Schwerin. Und nun darf Julia Kluth. Und auch dieser wirklich. Die Nerven spielen doch eine große Rolle nach wie vor in diesem Spiel.
Ja, Schwerin, 7 Meter halt pro Sport hier. Gut im Spiel und auch die Spannung in diesem Spiel. Und mal sehen, wie die zweite Unterzahl gegen Pro Sport ausgeht. Ja, die erste haben sie eigentlich ganz gut gelöst. Da wusste nicht, wohin eben. Und dann ist der Ball doch drin. Das war natürlich für die Deckung die Blockseite. Der Torhüter sieht alt aus in dieser Situation, wenn die Deckungsspieler die Blockseite nicht wegnehmen. Ja, und so hat man wieder in Unterzahl das Tor gekriegt. Felkel. Jetzt mit ihrem ersten Treffer zum 13:11. Aber die Schweriner Abwehr ist nicht auf der Höhe. Und Pro Sport bedankt sich für die Lücken und macht hier die Tore. Zeigt es wieder an, zeigt wieder das Kreuz an. Ist das ein Spielzuganzeige hier von der 5? Es ist unser Unterzahl, was wir suchen. Und wohl jetzt. Wir dürfen natürlich nicht solche und der Pass hier relativen schlechten Abspielfehler in diesem Unterzahlkonzept durchziehen. Es sollen schon Chancen sein, die eine große Rolle spielen. Und das kann natürlich gar nicht sein, in Unterzahl so viel Platz zu haben. Das ist, wenn die Spieler, die den Konter laufen, nach vorne sind, dann ist ja fast Gleichzahl, dann sind die Lücken eben da. Genau, die Lücke war da und Glück für Schwerin, dass Laura Konrad da am Pfosten hängen bleibt. Also der Berliner Trainer sagt gerade, macht das Spiel breit. Da wusste Felker nicht wohin. Der Spieler wirft leider immer noch danach. Das ist immer so eine Sache, wenn der Pfiff folgt, dann darf kein Wurf mehr passieren. Dazu ist der Pass und das Ausspringen lange genug für den Spieler. Ja, sollte es sein, da gilt es natürlich um den Schutz des Torwarts. Genau, genau. Und jetzt gehen wir die letzten 5 Minuten und Schwerin macht nichts aus seiner Überzahl. Und der Wurf jetzt vorbei. Von Charlotte Gutloff, die Berlin wieder vervollständigt hat. Im Moment ist das Spiel von vielen Fehlwürfen geprägt. Die Nervosität ist auf beiden Mannschaften vorhanden, leider. Ja, von der Fehlwurfquote ist das für Schwerin gerade so der schwarze Samstag der 13. Man sieht es gerade wieder. Bei Schwarz technische Regelfehler, Fehlwürfe bei Weiß. Das ist natürlich schade im Moment, aber es geht zur Halbzeit zu. Jetzt wahrscheinlich lassen auch die Kräfte ein bisschen nach. Ja, vielleicht ist es das. Wir wundern uns ein bisschen. Marie Kinscher gilt als sichere Schützin. Sie hat 3 Fehlwürfe bei 3 Treffern. Und da wieder Schmohl, sie kriegen sie nicht in den Griff. Sie hatten sie längere Zeit, da haben wir nichts von ihr gesehen. Jetzt hier 6. Treffer in diesem Spiel, 14:11. Und Felkel auch von außen mit ihrem Fehlwurf. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die komplette Mannschaft. Gut aufgepasst jetzt von Jona Bank, holt sich den Ball. Und Kinscher jetzt frei durch und scheitert erneut. Man sieht bei dieser Parade nochmal, dass die Sabine von Anger natürlich heute einen guten Tag hat. Und wir drücken ihr natürlich die Daumen. Nur solche Chancen muss natürlich ein Feldspieler nutzen. Da darf der Torhüter nicht irgendwo das Glück an der Schuhsohle haben. Ja, aber auch da gehen wir. Halb hoch ist schlecht. Und halb hoch war er geworfen. Und die Torhüterin sagt Danke und nimmt das heute an und hält den Ball. Na klar. Das war jetzt aber ein schönes Kreisanspiel von Wenk auf Künzel. Und das war leider Kreis getreten. In Kreis getreten von Wendy Künzel. Aber es bleibt beim Ballbesitz für Schwerin.